Name ist Verena de Haas. Ich leite die Abteilung Personalentwicklung und Marketing in der DZ Bank. Frau de Haas, wie erklären Sie denn den Bewerbern, was die DZ Bank ist und was sie auszeichnet? Die DZ Bank in Frankfurt ist ein Spitzeninstitut in der genossenschaftlichen Finanzgruppe und wird mehrheitlich von denen getragen, den Volks- und Raiffeisenbanken, denen die DZ Bank gehört. Die DZ Bank hat drei Funktionen. Wir sind zum einen Zentralbank, aber auch Geschäftsbank für übergreifende Bankgeschäfte und haben eine Holdingfunktion inne für die DZ Bank Gruppe. Sie sehen hier unsere starken Marken auch vertreten, beispielsweise die Bausparkassen Schwäbisch Hall oder die R&V-Versicherung, die DG HYP, sodass wir hier gemeinschaftlich gut unterwegs sind. Gibt es denn bei der DZ Bank einen Leitgedanken? Ja, es ist sogar mehr als ein Leitgedanke. In unserem Slogan "Zusammen geht mehr" ist vereint das partnerschaftliche Miteinander. Schon in unserem Geschäftsmodell sehen Sie, Volks- und Raiffeisenbanken mit DZ Bank ist eine unverrückbare Partnerschaft. Und so agieren wir auch im beruflichen Miteinander. Partnerschaft erleben wir im täglichen Miteinander, trotz Leistungsgedanke, der uns natürlich auch sehr wichtig ist. Ja, welche Einstiegsmöglichkeiten bieten Sie den Absolventen an, wenn diese sich mit dem Leitgedanken identifizieren können? Ja, Absolventen, die gerne partnerschaftlich und leistungsorientiert arbeiten möchten, haben verschiedene Einstiegsmöglichkeiten. Zum einen die Praktika, die wir in unserer Jobbörse ausschreiben, zum anderen natürlich Trainee-Programme. Hier agieren wir bereichsspezifisch. Wir haben also kein Universal-Trainee-Programm, sondern schon sehr spezifisch auf den späteren Einstieg gerichtet. Wir haben Doktorandenprogramme, unterstützen Rechtsreferendare und agieren auch im Ausland mit einigen Praktikantenplätzen. Und natürlich der Direkteinstieg für Absolventen, die schon ein sehr abgerundetes Berufsbild haben. Sie sagen ja, die Trainees werden in die Planung eingebunden. Was heißt das denn konkret? Ja, die Trainees haben, wie gesagt, ein bereichsspezifisches Trainee-Programm, das wir in der Orientierungsphase sehr genau mit dem Fachbereich und auch dem Trainee absprechen. Das heißt, der Trainee bringt bestimmte persönliche Fähigkeiten mit, bestimmte Qualifikationen methodischer Art, Sprachen, fachlicher Natur, die wir immer versuchen zu berücksichtigen und für die spätere Zielposition auszurichten. Das heißt, es ist so individuell wie möglich und dennoch ein übergreifendes Programm für etwa 25 Absolventen. Den Absolventen ist ja neben einem attraktiven Grundgehalt auch eine ausgewogene Work-Life-Balance und ein freundliches Arbeitsumfeld wichtig. Was bieten Sie denn hier? Ja, wir haben, wie gesagt, eine gute Vergütung, das haben Sie ja selbst schon erwähnt, sehr gute Sozialleistungen, beispielsweise ein Jobticket, eine gute Altersversorgung. Aber uns ist neben dem partnerschaftlichen auch sehr wichtig, ein faires Trainee- und Praktikantenprogramm anzubieten. Das heißt, nicht Aushilfsjobs über junge Mitarbeiter zu rekrutieren. Und uns ist wichtig, das Thema Work-Life-Balance auch über die verschiedenen Lebensphasen zum Tragen zu bringen. Über Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten, über Gleitzeitsysteme. Bewegen wir uns gut im Markt und sind auch dort, denke ich, sehr fortschrittlich. Was sollte denn ein Absolvent studiert haben, der jetzt richtig Lust bekommen hat, bei der DZ Bank zu arbeiten und Lust auf das Programm bekommen hat? Ja, gerne einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, BWL, VWL, Bachelor und Master, beides sehr gerne. Rechtswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften mit wirtschaftlichem Hintergrund. Also uns ist wichtig, dass die Persönlichkeit rundum abgerundet ist und Bezug zu Finance mitbringt. Wie sehen denn Bewerbungsprozess und Einstellungsverfahren aus? Wir schauen uns jede Bewerbung an. Also wir haben keinen elektronischen Filter, auch wenn wir sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen. Die Einstellung zum Trainee-Programm findet zweimal im Jahr statt, im November und im Mai. Bewerbungen gerne frühzeitig, gerne ein halbes Jahr vorher. Dauer des Bewerbungsprozesses, der Durchlauf etwa 2 Monate und die Auswahl über ein Assessment Center ist über 1,5 Tage und der Bewerber, die Bewerberin bekommt direkt eine Rückmeldung und direkt den Arbeitsvertrag.